Sag mir, wie dein Name ist, mein Sohn. Hussein. Hat Jezid Schwert dein Gesicht gezeichnet? Wo kommst du her? Aus der Wiege der Vergangenheit. Ebenso wie aus dem Grab der Zukunft. Und aus dem Kreis der Gegenwart. Unsere Reise endet da, wo sie angefangen hat. Dein Namensvetter Imam Hussein trotzte dem Gewaltherrscher Jezid. Er tränkte die Ebene von Karbala mit seinem Blut. Wir müssen trauern, trauern um das Blut, das die verdorrte Erde getränkt hat. Wir Menschen müssen trauern, immer trauern bis zum jüngsten Tag, der die Gewebe der Zeit zerreißen wird. Thank you.
Sie machen mir Angst. Ich verstehe Sie nicht. Andauernd müssen Sie sich quälen. Es ist so sinnlos. Es gibt schon genug Qualen. Man muss sich nicht noch welche zufügen. Das ist alles lange her. Warum müssen Sie die Erinnerung wachhalten? Aus dem Weg. Es muss jetzt wohl allen klar geworden sein, dass es, wenn die momentanen politischen Führer unfähig sind, das Land aus dieser Krise zu führen, für die Armee eine unentschuldbare Sünde gewesen wäre, nur als Beobachter untätig daneben zu stehen. Schon aus diesem Grunde war das Militär gezwungen einzugreifen, das Land zu retten. Ich will hiermit unmissverständlich klarstellen, dass weder ich politische Ambitionen habe, noch die Armee von ihrer eigentlichen Berufung abweichen wird. Ich sehe mich nur gezwungen, das Vakuum auszufüllen, das unsere politischen Führer hinterlassen haben. Als ein wahrer Soldat des Islam habe ich diese Herausforderung angenommen. Mein einziges Ziel ist es, freie und gerechte Wahlen zu organisieren, die dieses Jahr im Oktober stattfinden werden. Schon bald nach den Wahlen wird die Macht in die Hände der gewählten Repräsentanten des Volkes übergehen. Mein feierliches Ehrenwort, dass ich von dem Plan nicht abweichen werde. So hat er mir das erzählt. Ich werde ihn fragen, ob es wahr ist. Bitte. Ich will auf die Antwort. Politische Sackgasse in Pakistan. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir haben soeben über Funk erfahren, dass in Pakistan das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Der Flughafen befindet sich in den Händen des Militärs. Ich muss alle Passagiere bitten, nach der Landung so lange sitzen zu bleiben, bis wir weitere Anweisungen erhalten haben.
Ist Selim Murtaza an Bord? Ja, da sitzt er. Würden Sie mir bitte folgen? Ich brauche Ihre Hilfe bei Kreditverhandlungen mit der Weltbank. Ich diene meinem Land gern. Wie war das? Es ist mir eine Ehre, meinem Land dienen zu können. Ich werde einige Berater brauchen. Dafür sorge ich. Vielleicht erreiche ich nicht mehr als einen Kredit über 10 Jahre zu 3%. 10 Jahre? 20 Jahre! Vergessen Sie nicht, wir sind ein sehr armes Land. Ja, natürlich. Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Das ist alles. Sekunde noch. Ihr Bruder Hussein. Rufen Sie ihn zur Ordnung. Er wird aufsässig. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau. Der Affe hier, mein Affe, dem geht's gut. Der hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Er ist Präsident des Landes geworden. Er hat Macht. Er kontrolliert das Fernsehen, den Rundfunk, die Presse. Und er unterdrückt das Volk. Bitte eine kurze Stellungnahme, mein Präsident. Er sagt, die Demokratie ist tot und er hat seine Schäfchen im Trocknen. Ja, meinem Affen geht es sehr, sehr gut. Sag ihm, er soll verschwinden. Wie geht es dir? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich will nicht, dass das Kind auf der Straße spielt. Ich habe dieser dummen Frau 100-mal gesagt, sie soll keine Gaukler ins Haus lassen. Was hast du? Ich habe gar nichts. Was ist, Joy? Ich glaube, das Fohlen wird zu früh kommen. Guten Morgen, Sahib. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen und der Familie, Sahib? Gut, vielen Dank. Ist Hussein da? Ja, Sahib. Er ist drüben im Stall. Kommen Sie. Sahib Hussein, Ihr Bruder ist gekommen.
Guten Tag, Selim. Komm rein. Nein, nein, ich warte lieber hier draußen. Akbar, zeige Sahib Selim mein neues Pferd. Ja, natürlich. Kommen Sie bitte. Akbar, was ist mit meinem Bruder los? Warum stellt er sich gegen die Machthaber? Sahib Hussein ist sehr halsstarrig. Er hört auf niemanden. Man kann ihm nichts sagen. So Gott will, wird er vernünftig werden. Man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen. Gehen Sie darüber. Ich bringe das Pferd. Es ist ein prachtvoller Hengst. Ich habe das Tier in der Wüste gefunden. Es war, als ob es aus der Erde emporstieg. Es kam ganz, ganz langsam auf mich zu. Ich hatte das Gefühl, das Pferd kannte mich. Aus einem anderen Leben. Niemand hat Anspruch erhoben. Es ist mein Pferd. Ja, ein sehr schönes Tier. Hussein, ich muss mit dir reden. Ich wurde gebeten, für die Regierung zu arbeiten. Man hat mich darüber informiert, dass du dich gegen die Machthaber auflehnst. Du musst dich unbedingt zurückhalten. Dieser General hat die Bauern von ihrem Land verjagt. Was glaubst du, hätte ich tun sollen? Nur da sitzen und zusehen? Denk an die Position, in der ich bin. Ich sag dir was. Du hast dich verkauft. Du hast dich verkauft. Auch deine Frau hast du verkauft. In Karbala verkündete Imam Hussein, an diesem Ort will ich begraben sein bis zum jüngsten Gericht.
Man wird mir 13 Wunden schlagen. Meine Geschwister werden vor ihren Zelten sitzen und Zeugen meines Todes sein. Am 7. Tag erzwang sich die Armee des Jesid den Zugang zum Fluss. Am Vorabend des 10. Tages richtete Hussein folgende Worte an seine Anhänger. Löscht alle Laternen im Lager, nehmt meine Familie und flieht im Schutze der Dunkelheit. Ich werde allein für den Glauben sterben. Aber sie antworteten, wir werden hier nur einmal getötet werden. Und auch wenn wir schon viele Tode gestorben wären und unsere Asche vom Wind verweht worden wäre, würden wir doch niemals von deiner Seite weichen. Der 10. Tag brach an. Husseins Anhänger wurden getötet. Hussein ritt auf seinem weißen Pferd in die Ebene von Karbala. Er sprach, O Gläubige meines Großvaters, warum wollt ihr mein Blut vergießen? Sie antworteten, schwöre Jesid Treue und dein Leben wird geschont werden. Hussein antwortete, ich bin der Enkel des Propheten. Ich kann mein Leben und das Leben meiner Kinder opfern. Ich kann die Unverletzlichkeit meiner Geschwister opfern. Aber niemals werde ich Jesids Herrschaft anerkennen. Jesids Soldaten kämpften mit ihm und verletzten ihn 13 Mal. So wurde Hussein zum Märtyrer von Karbala. Es gibt in der Geschichte nichts Vergleichbares. Jedes Zeitalter bringt einen Jesid hervor, aber Hussein bleibt einzigartig. Mit seinem Tod wurde der Islam wiedergeboren. Selim. In diesem Amulett befinden sich heilige Verse. Sie werden dich auf deinem Lebensweg beschützen. Geh in Frieden, mein Sohn. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Thank you.
Du bist in deinem Leben schon weit gereist, Hussein. Aber ich weiß, du bist dir immer noch selbst fremd. Wieso? Wie könnte sich wohl ein Mann selbst fremd sein? Pech in der Liebe ist nicht das einzige Unglück im Leben. Wisse, nicht nur in dir allein ruht meine Glückseligkeit. Frage mich nicht nach der Leidenschaft, die wir beide einst teilten. Du bist nicht dazu bestimmt zu verstehen. Hussein, eines Tages werden sich an deinem Körper viele Münder öffnen. Aus ihnen wird deine ganze Kraft verströmen. Mit dieser Kraft wirst du viele Menschen stärken. Du bist von Gott gesegnet und mit der Hilfe des Unsichtbaren wirst du Recht sprechen müssen. Mehr als diese Prophezeiung kann ich dir nicht mit auf den Weg geben. Pech in der Liebe ist nicht das einzige Unglück im Leben. Wisse, nicht nur in dir allein ruht meine Glückseligkeit. Frage mich nicht nach der Leidenschaft, die wir beide einst teilten. Komm. Es ist Zeit für die Gebete. Wir wollen uns im Fluss reinigen. Ein Geschenk für dich. Ein heiliger Mann hat es mir gegeben. Es war mitten in der Nacht. Ich saß auf einem Baum. Auf Anstand. Die Ziege, die man unten festband, blutete. Um mich herum summten unzählige Moskitos. Plötzlich hörte ich ein Rascheln.
Das hohe Gras teilte sich. Vor mir stand der größte bengalische Tiger, den ich jemals gesehen habe. Ich traf ihn genau zwischen die Augen. Bewundernswert. Das muss schon recht lange her sein. Ich dachte, heute gäbe es keine Tiger mehr. Sie müssen mal unsere Stallungen besuchen. Wir besitzen einige sehr schöne Pferde. Ja, vielleicht. Meine Frau interessiert sich für Pferde. Selim, wann treten Sie Ihre Reise nach Washington an? Nächste Woche. Gut. Ich zähle darauf, dass Sie die Amerikaner dazu bringen können, uns Militärhilfe zu geben. Sie müssen sie davon überzeugen, was für eine strategisch wichtige Rolle wir in diesem Gebiet spielen. Ich werde mein Bestes tun. Es ist unglaublich, was meine Regierung alles verändert hat. Ich bin sicher, das Volk begrüßt die Rückkehr zu Frieden und Stabilität. Sahiba Begum, Ihre Tochter, ist eine junge Frau geworden. Geht sie auf die Universität? Ja, sie ist bereits im letzten Semester. Habe ich recht? Zeit. Warum ist ein hübscher junger Mann wie Sie noch immer Junggeselle? Sie sollten sich eine nette Frau suchen und heiraten. Wählen Sie für mich aus, Sahiba Begum. Weiter! Warum dauert das so lange? Ich habe eine Frau umgerissen. Ich ritt sehr schnell, ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie verletzt ist. Sie rannte davon. Ich möchte, dass du nachher siehst und mir sagst, wie es ihr geht. Sahib Sardar, Sie müssen mir schon sagen, wo ich sie finden kann. Können Sie mir wenigstens sagen, wo sie wohnt oder wie sie aussieht?
Es ist ein wunderschönes Mädchen mit langen, schwarzen, seidigen Haaren. Sahib, Sie beschreiben mir die Schönheit einer Unbekannten. So kann ich sie nicht finden. Ich glaube, sie trug ein schwarzes Kleid und um den Hals ein Amulett so groß, aus Silber, mit Edelsteinen besetzt. Und hier ist ihr Tuch. Sahib, das Tuch gehört meiner Tochter. Ich will keine Abtreibung. Es ist mein Kind. Ich lasse es nicht töten. Also willst du deinen Mann mit einem Bastard überraschen? Warum muss nur alles, was du sagst, so schmutzig klingen? Das schlechte Gewissen macht dich schön. Bitte setz dich.
du rauchen? Zu wem wollen Sie? Zu Selim Mutassa. Was wollen Sie von Selim Mutassa? Es geht um etwas Persönliches. Er ist mein Bruder. Sie sind der Bruder von Sahib Selim? Wie heißen Sie? Hussein. Hier ist ein gewisser Hussein, der Sahib Selim sprechen möchte. Sie können passieren. Salam alaikum. Bitte setz dich. Selim, ich bin gekommen, um dich um etwas zu bitten. Ich stehe vor einem wichtigen Schritt in meinem Leben. Aber zuvor möchte ich deinen Segen und deine Zustimmung haben.
Da Vater und Mutter nicht mehr am Leben sind, möchte ich dich bitten, bei dem Vater des Mädchens für mich vorzusprechen. Du willst dich verheiraten? Wessen Tochter ist es? Sie ist aus dem Dorf. Akbars Tochter. Du kannst nicht die Tochter eines Bauern heiraten. Ist dir klar, seit wie vielen Generationen unsere Familie in diesem Land regiert? Ich verbiete dir, diese Frau zu heiraten. Diese Frau stammt aus einer anständigen, hart arbeitenden Familie. Sie hat den rechten Glauben und sie stammt aus unserem Land. Sie ist keine Ausländerin. Sahib Sardar, wie geht es Ihnen? Guten Tag. Sahib, mein Zuhause ist Ihr Zuhause. Was führt Sie zu uns? Bitte setz dich. Ich bin gekommen, weil ich eine wichtige Angelegenheit mit dir besprechen möchte. Sahib, sagen Sie mir, um was es geht. Ich will um die Hand deiner Tochter anhalten. Die Hand meiner Tochter? In wessen Auftrag sind Sie hier? Ich will sie heiraten. Sahib Sardar, das wäre eine Ehre für mich. Aber das geht doch nicht. Was würde Ihre Familie dazu sagen? Was die Familie sagt, interessiert mich nicht. Bitte glaub mir, es ist die Wahrheit. Ich möchte deine Tochter heiraten und für sie sorgen.
der Hälfte der Distanz liegen Alborotny mit der Nummer 5 und In Patrick klar in Führung, gefolgt von Pacta, der Mühe hat, Anschluss zu finden. Dahinter das geschlossene Feld. Noch ist nicht entschieden, wer dieses Rennen gewinnen wird. Alborotny mit leichten Vorteilen. Im letzten Bogen dasselbe Bild. Jetzt biegen die Pferde in die Zielgerade ein. Da schiebt sich außen die Nummer 7 nach vorn. Das ist Mont Ikram. Es wird ein spannendes Finish geben. Etwa 300 Meter haben die Pferde noch zurückzulegen. Wer hat die besten Steherqualitäten? Die Pferde sind auf dem Weg zum Ziel. Die letzten 100 Meter. Patrick sieht wie der Sieger aus. Aber da fliegt Mont Ikram heran. Was hat das Pferd für ein Finish? Mont Ikram gewinnt leicht mit über 3 Längen Vorsprung. Dieses vierte Rennen hat alle Erwartungen übertroffen. Die Quoten für dieses Rennen müssen ausgezeichnet sein. Hier noch einmal der Einlauf. 7, Mont Ikram vor Patrick und auf Platz 3 Alborotny Nummer 5. Im fünften Rennen des Tages erwarten wir ein ähnlich spannendes Ereignis, denn die Voraussagen sprechen dafür, dass es ein großes Rennen geben wird. Am heutigen Tag hat die Rennbahn keine Mühen gescheut, um ein Feld zusammenzubekommen, das Sie, liebe Rennbahnbesucher, wieder zufriedenstellen werden. Noch stehen ja 5 weitere Rennen auf dem Programm. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben. Im folgenden Rennen ist es von mir an den Start gehen. Die Vorauswetten sehen als Favoriten die Nummer 6 Mustafa vor. Ja. Der Start erfolgt in etwa 10 Minuten. Sie haben die Gelegenheit, die Pferde im Führing zu begutachten und sich selbst ein Bild davon zu machen, welchem Pferd man die Favoritenrolle zutrauen kann. Jetzt wird die Nummer 4 Kandahar vorgestellt, ein prachtvolles Tier, das dafür bekannt ist, gerade bei diesen Temperaturen besonders gut zu gehen. Sie haben noch 5 Minuten Zeit, Ihre Wetten zu machen. An Ihrer Stelle würde ich Kandahar mit in die Rechnung einbeziehen. Freuen wir uns also auf das nächste Rennen. Sahib Sardar, Leute aus dem Dorf wollen Sie sprechen. Sie sollen reinkommen. Bitte, kommt rein. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ihr seid mir willkommen. Bitte, setzt euch. Möchtet ihr was essen? Bringen was zu essen und zu trinken. Bitte. Also, um was geht es? Sahib Sardar. Wir haben viele Schwierigkeiten. Wir wollen nicht viel. Wir wollen nur in Frieden leben. Es hat den Anschein, als ob wir dazu nicht bestimmt sind. Man lässt uns keine Ruhe. Drückt euch deutlich aus. Man hat noch mehr von unserem Land beschlagnahmt. Wann? Heute Morgen. Wir wollen nichts weiter als in Frieden unser Land bestellen. Aber nicht einmal das gestatten Sie uns. Die Menschen, die unser Land regieren, sind sehr mächtig. Sie machen, was sie wollen. Keine Sorge. Ich werde euch helfen. Danke. Ich werde jeden von euch mit einem Stück meines Landes entschädigen. Das ist großzügig. Sag mir, hast du Schmerzen? Nein. Ich sterbe, mein Sohn.
Mach dir darüber keine Gedanken. Ich bin gefasst und erwarte mein Ende voller Frieden. Aber du siehst aus, als ob du dir Sorgen machst. Du hast recht. Ich mache mir Sorgen. Du weißt sicher, wieso. Ich nehme an, du willst es wissen. Ich bin inzwischen verheiratet und meine Frau erwartet ein Kind. Seit du dich in die Einöde zurückgezogen hast, ist vieles passiert. Sehr vieles. Aber nichts hat sich verändert. Die Menschen leiden immer noch unter der Ungerechtigkeit der Mächtigen. Ich weiß, es wurde mir bestimmt, für die Menschen zu sterben. Aber ich bin verwirrt und verunsichert, denn ich habe kein Zeichen erhalten. Ich denke viel nach, trotzdem ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Du wirst kein Zeichen erhalten, mein Sohn. Denn du bist das Zeichen. Und nun lass mich schlafen. Ich nähere mich dem Meer, das uns alle erwartet. Ich muss mich auf diesen Weg vorbereiten. Vergiss mich nicht und denke an meine Worte. Es gibt nur einen Gott. Und Mohammed ist sein Prophet. Thank you.
verschwindet von hier. Sei vernünftig. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Schießen Sie gern? Nur wenn es notwendig ist. Ich bin von Ihrem Bruder sehr angetan, junger Mann. Deswegen habe ich Sie hergebeten. Ich würde es ungern sehen, wenn einer von Ihnen in Schwierigkeiten käme. Ich muss mich auf Ihre Loyalität verlassen können. Bauern sind nichts weiter als Pöbel. Bei der ersten Gelegenheit schneiden Sie uns den Kopf ab. Ihnen übrigens auch. Unsere Revolution war unumgänglich. In diesem Land kann Demokratie nicht funktionieren. Nur das Militär ist in der Lage zu regieren. Es ist unsere Pflicht, politische Stabilität und eine wirksame Administration zu gewährleisten, ganz gleich, was es kostet. Sie verachten die, die Sie angeblich beschützen wollen. Ihre Revolution ist eine Farce. Sie ist ein Vorwand für Tyrannei und Unterdrückung. Die wahre Revolution, die fand vor 1400 Jahren statt, mit der Geburt des Islam. Unser Glaube lebt noch heute durch die Brüderlichkeit und die Gleichheit aller Menschen. Es gibt keinen Pöbel. Er existiert nur in den Gehirnen ehrgeiziger und machthungriger Männer, wie Sie einer sind. Nein, es gibt nur das Volk. Menschen mit Recht auf Individualität, die es verdient haben, mit Respekt und Würde behandelt zu werden.
bin nicht würdig. Sahib Sardar, die Soldaten waren wie die wilden Tiere. Sie haben viele unschuldige Männer und Frauen getötet. Und sie werden gesucht. Auf ihren Kopf ist ein Preis ausgesetzt worden. Sie werden wiederkommen. Wir müssen sofort das Dorf verlassen. Sorgt dafür, dass keiner zurückbleibt.
Hallo? Ich möchte Ihren Mann sprechen. Tut mir leid, mein Mann ist noch in Washington. Wir erwarten ihn erst morgen zurück. Dann sagen Sie ihm bitte, dass sich sein Bruder Hussein in großer Gefahr befindet. Danke für Ihren Anruf. Ja? Guten Tag, Sahid. Hier spricht Catherine. Ich muss dir etwas sagen. Lass nicht zu, dass sie Hussein töten. Ich kann ihm nicht helfen. Hussein und seine Anhänger sind Verräter. Es sind doch nur Bauern. Die Armee soll unser Land verteidigen. Und nicht das eigene Volk ausbeuten und ermorden. Hussein, lobe und danke Gott, er hat dir einen Sohn geschenkt. Und die Mutter? Es geht ihr gut, aber wir haben kein Wasser. Wir wissen nicht, wie wir das Kind waschen sollen. Mach dir keine Sorgen, wir kommen bald zu einem Fluss. Da gibt es Wasser. Thank you.
such nach einem Weg. Es gibt keinen Weg. Wir lagern hier. Wir werden verdursten. Geh. Für mein Kind Wasser. Es gibt keins. Hilf mir auf. Du und die anderen, ihr werdet tun, was ich euch sage. Ja? Ja, Sahib. Die Soldaten kennen keine Gnade. Sie werden euch töten, wenn ihr nicht flieht. Ihr müsst fliehen. Wir bleiben hier. Hör zu. Sorgt dafür, dass im ganzen Lager die Lichter gelöscht werden. Und dann flieht ihr. Nein, Sahib. Es gibt keinen anderen Ausweg. Sahib. Sag allen, sie können im Schutz der Dunkelheit fliehen. Nein, Sahib. Hast du gehört? Sie sollen fliehen. Hinlegen. Sag es ihnen. Ich beneide euch nicht. Sahib Hussein ist krank. Er hat Malaria. Er hat befohlen, dass im ganzen Lager die Lichter gelöscht werden. Jeder, der gehen möchte, soll es tun. Er hat Sahib Husseins Segen. Sag es den anderen. Wir werden bleiben. Thank you.
जाने करबला दे सैयद किथे जाके डेरे लाए, जाने करबला दे सैयद किथे जाके डेरे लाए। सतवीं नूं आउण वाले क्यों लौट के नहीं आए, क्यों लौट के नहीं आए। जाने करबला दे सैयद किथे जाके डेरे लाए। बाबा तुम्हें कुले चल ते कुसुरख रू करे सा, बाबा तुम्हें कुले चल ते कुसुरख रू करे सा। और मलमरे सिकानी मैं गल अगा वधे सा, मैं गल अगा वधे सा। इस्लाम जिंदा रखसा नाना हो सी गवाए, नाना हो सी गवाए। जाने करबला दे सैयद किथे जाके डेरे लाए। बासा, gebt meinem Kind Wasser. Gebt mir Wasser für mein Kind! Gebt mir Wasser für mein Kind! Gebt mir Wasser für mein Kind!
Hussein, hey Hussein, ja Hussein, hey Hussein, ja Hussein, hey Hussein. ਸਰ ਘੋੜ ਦੇ ਮਿੱਟੀ
ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਖਾਕ ਰਵਾਇਆ ਅਰਮਾਨ ਨੱਚਣ ਜ਼ਹਰਾ